hältst zur Abwechslung einmal mir zu folgen. Du musst nicht mitkommen, Nihal. Ich weiß, wie du zu der Sache stehst. Es ist himmelschreiend dumm. Aber ich kann dich wohl nicht davon abhalten. Also werde ich dich begleiten und so lange nörgeln, bis du beschließt, keine Truhe zu stehlen. Aus dem Winterpalast. Des Kalifen. Wenn du es so sagst, klingt es nur umso verlockender. Gehen wir nun oder nicht? Geh du voran. Das ist ein irrwitziger Plan. Selbst wenn du Erfolg hättest und sie dich bei sich aufnehmen, was dann? Wirst du uns vergessen? Natürlich nicht. Ihre Ziele sind unsere Ziele. Deine, meine und die jedes anderen Menschen auf der Straße, der vergessen wurde und von Brotkrumen und schmutzigem Wasser lebt. Ich kann ein Werkzeug sein, das uns aus diesem Leben führt. Dass es Jassib ermöglicht, seine Talente als echter Handwerker einzusetzen. Das sicherstellt, dass gute Leute wie mein Vater nicht entsorgt werden. Und dass Kinder sich nicht fragen müssen, was der Morgen bringt. Ich verstehe, was du sagen willst, Basim. Aber du malst das Bild einer Welt, die es nicht geben kann. Da bin ich anderer Meinung. Sei willkommen. Da ist er, der Winterpalast. Komm, hier lang. Ich folge dir. Gut. Warten wir auf den Einbruch der Nacht. Und? Weckt dieser Ort nicht schöne Erinnerungen? Vor nicht allzu langer Zeit zählten wir hier im Schutz einer Nacht wie dieser unsere Beute. Damals stand weniger auf dem Spiel. Und es gab weniger zu gewinnen. Nun, bevor du heute irgendwas gewinnst, musst du es erst einmal erreichen. Und so wie ich das sehe, erfordert das ein wenig Kreativität. Wir könnten auch durchs Haupttor gehen. Du musst mir dann unbedingt erzählen, wie es lief. Wo gehst du hin? Ich hatte einen klugen Einfall. Sollte dir ein solcher fehlen, wäre es gut, mir zu folgen. Warte! Es ist dunkel genug. Komm. Nihal! Du hängst dich an mich ran? Sehr vernünftig von dir. Ich weiß doch, wie ungern du allein bist. Da drüben sehe ich ein paar Wachen. Limettensaft. Granatapfel und Zitrone. Ich kann es schon schmecken. Ich habe was gehört. Sei wachsam. Ist das ein Spiel für dich? Los jetzt! Ab jetzt sachte! Schweigen zu bringen. Das sind
gemeinsten Wölfe. Ich beneide ihn nicht an dieser Aufgabe. Ich bin hier, um Wache zu stehen. Ich halte mich heraus. Hast du die Gäste gesehen? Die seltsamen Kostüme? Halt bloß den Mund. Du lockst nur Ärger an, wenn du so redest. Ich frage mich ja nur, warum man sich so anzieht. Ist ja kein Feier. Gut. Diese Tür könnte unser Eingang sein. Aber nicht ohne den Schlüssel. Dann sieh dich doch mal um. Es ist besser so. Hast du einen Schlüssel gefunden? Der Kalif scheint beunruhigt. Und sein schwer zu bändigender Sohn macht es nicht besser. Der junge Mann ist neugierig. Er ist zum ersten Mal im Palast, oder? Soll er doch herumstreuen. Geh auf ihn ein. Es soll schließlich ein kurzes Treffen werden. Da sind sie. Komm! Ihr Entlang. Der Kalif erwartet euch. Sie sind hier, mein Herrscher. Hinaus, ihr alle. Ich werde sie allein treffen. Vater, lass mich bleiben. Nehmt ihn mit. Sieht schwer aus. Den bekommen wir nie aus dem Palast raus. Dann muss ich halt einfach nehmen, was darin ist. Meine Herren, willkommen. Es ist alles vorbereitet. Mir ist bewusst, dass euch das viel bedeutet. Seid gewiss, dass sie hier wohl bewacht ist. Das ist wohl auch das Mindeste. Wir werden unsere Arbeit verrichten und zu dir zurückkehren, wenn wir soweit sind. Sei bereit, Kalif. Könnte ich es einmal sehen? Den Inhalt?
Wenn wir es mit dem Leben beschützen sollen, sollten wir wissen, was... Du hast nichts gesehen. Und du sagst nichts. Hast du verstanden? Ja, natürlich. Es läge mir fern. Das ist die Gelegenheit. Da kommt jemand. Hier lang. Sieht ruhig aus. Ich hätte nie gedacht, dass ich je hier sein würde. Sieh dir nur die Bögen an. Schon für ein kleines Stück davon käme man einen Haufen Gold. Du hast nicht zufällig deine Spitzhacke dabei, oder? Ich merke es mir für das nächste Mal, wenn wir in einen Palast einbrechen. Also dann, Basim. Öffnen, schnappen, rennen. Los, beeil dich. Basim. Gib mir das! Nein! Nein! Hast du eine Ahnung, was sie mir antun werden? Bitte! Es tut mir leid! Das ist deine Schuld! Nicht! Bitte! Diese kleine Ratte! Nein! Lauf! Nihal, warte! Vater! Pass den Burschen! Der Kalif ist tot! Findet den Jungen! Wo bin ich? Krieg mir das Gebiet ab! Da bist du ja! Ich muss sie finden. Sie ist bestimmt zu Hause. Nihal, bist du hier? Nihal! Thank you.
Weil du mir davon erzählen musst. Ich weiß nicht, was du meinst. Sag mir, was passiert ist. Schweigen wird dir hier nicht helfen. Ich will nicht schweigen. Ich kann nur nicht erklären, was ich sah. Dieses Ding. Es hat etwas mit mir gemacht. Ich war woanders. Mir war kalt. Ich hatte Angst. Ehe ich mich versah, hatte der Kalif seine Hände an meiner Kehle. Es war ein Unfall. Ich hatte nicht vor. Ich wollte doch nur helfen. Wir müssen dich hier wegbringen. Ich habe ein Boot am westlichen Anleger. Was? Nein, ich kann nicht weg. Ich muss Nihal finden. Halte kurz ein und denke nach, Basim. Die Wache des Kalifen sucht nach einem Mörder. Einem jungen Dieb, der aussieht wie du. Sie werden nicht eher ruhen, bis sie dich gefunden haben. Und wenn das geschieht, kommst du nicht in den Kerker, sondern direkt in ein Grab. Ich biete dir eine zweite Gelegenheit. Ergreife sie. Nihal, Darwish... Sie alle sind in Gefahr. Die Soldaten jagen alle, die wie ich aussehen.